16.25 Uhr auf dem Betzenberg, nicht viel los. 18 Uhr Treffen mit Otto Rehhagel. Kaiserslautern oder Bayern ist die Meisterfrage. Bei der Drei-Punkte-Regel ist immer alles möglich. Wir müssen weiterhin so stabil sein, wie wir das bisher gezeigt haben. Ich hatte nach der Pause, also nach der Winterpause gedacht, naja, hoffentlich schlafen meine Leute nicht ein. Aber es sieht doch so aus, dass sie alle mit großem Ehrgeiz weiterhin dabei sind. Jubel wie immer auf dem ausverkauften Betzenberg beim Tabellenführer. Wenngleich die Schlüsselszene keinen Anlass zur Freude gab. Bochums Donkov mit einem rüden Schlag an den Hinterkopf von Sforza in der 20. Minute. Die Folge: Schiedsrichter Uwe Kemmling stellt Donkov vom Platz. Bochums Offensivkonzept somit zunichte gemacht. Nur 13 Minuten später dann die Konsequenz der Überlegenheit. Martin Wagner mit dem 1:0 nach Lage der Dinge unvermeidbar. Die schönsten Spielzüge der Lauterer gingen von Ratinho aus. Ristoff verlängert und Jürgen Riesche erzielt das 2:0. So schön kann Fußball sein. Halbzeitbilanz nach der Schlüsselszene spielte nur noch der FCK. Das änderte sich in der zweiten Halbzeit erkennbar. Und wenn der zuletzt umstrittene Torwart Andreas Reinke nicht einen guten Tag erwischt hätte, wäre es wohl noch mal spannend geworden. Das wussten auch die Mitspieler. Streicheleinheiten für den oft Gescholtenen. Den Schlusspunkt setzte erneut Jürgen Riesche, erfolgreicher Stellvertreter für den grippekranken Olaf Marschall. Jubel am Anfang, Jubel am Ende. Tatsächlich ist die Meisterschaft ein Zweikampf, denn Leverkusen hat schon 11 bzw. 9 Punkte Rückstand. Natürlich wollen wir unsere Position verteidigen und letztlich und endlich haben wir gesagt, auch die zweite Tabellenposition ist jetzt machbar. Was dann nachher letztlich und endlich in der Gesamtkonstellation herauskommt, wird man sehen. Wird Bayern schweres Programm zur Hypothek? Denn der Club hat in den nächsten Wochen ein übervolles Programm. Vorteil also für Kaiserslautern? Wir haben eine ungeheure spielerische Substanz. Die haben alle Positionen doppelt besetzt. Die können damit leben. Das haben sie, die Bayern müssen immer damit leben, jahrelang. Das ist